Sonntags bin ich ja eben ein bisschen lethargisch, wie der eine oder andere vielleicht weiß, hab ich schon mal erzählt. Heute ist eher so Hangover. Oh. Naja, muss auch mal sein. Muss ja heute nichts machen. Sehr schön. Cookie, kannst du nicht immer mit Äpfel spielen? Es ist 11.30 Uhr. Die Nachbarn von meinen Eltern essen Mittag. Können sie machen, ist okay. Wenn ich um 11.30 Uhr Mittag essen muss, nicht mein Problem. Aber heute ist Sonntag und ich spiele gerade mit den Hunden mit dem Ball. Dann machen die Lärm, bellen die ab und zu mal. Haben sie zweimal gebellt. Meine Mutter kam da an: Oh, nimm mir den Ball weg. Die wollen dann wohl Mittagessen. Was soll denn das? Bringt das eh nichts. Ich sage, nee, ich spiele jetzt mit dem Ball. Denn die essen jetzt in wohl Mittag. Wenn wir Mittagessen oder ich nachher einen Mittagsschlaf machen will, dann machen die einen komischen Traktor an. Keine Ahnung, was wir machen, nur rumfahren auf den Sonntag und dann steht er erstmal eine halbe Stunde da rum und buttert vor sich hin. Und das nervt. Und dann sollte ich noch nicht mal rübergehen und sagen, hier ist Mittagsruhe, wir schlafen. Halt die Schnauze voll, das hab ich satt. Ich muss nicht jedem recht machen. Aber ein paar Regeln kann ich halten. Ich halte mich daran, dass ich von 13 bis 15 Uhr nicht hier draußen Lärm mache. Und die Hunde nicht rumspinnen lasse. Aber ich. Ne. Na gut, ich muss nicht neben denen wohnen. Ich bin nicht hier. Meine Eltern haben jeden Tag im Hals. Mehr oder weniger. Wenn sie Pech haben. Aber trotzdem. Rücksicht hin oder her. Ich bin gerne auf andere Rücksicht. Grüße. Aber irgendwo ist so vorbei. Und eigentlich bin ich so, dass ich wirklich niemanden auf den Sack gehen will. Weil ich auch nicht will, dass mir jemand auf den Sack geht. Aber so ein paar Sachen. Ja, die müssen halt nicht sein. Wenn ich mit Hunden spielen will, spiele mit den Hunden. In der Zeit, wo ich jetzt das Video gemacht habe, soll ich einmal gebellt, also. Ja? Gib mir so ein bisschen auf den Sack, dass man immer aufpasst und ruhig ist. Wegen anderen, für andere. Und andere sind dann aber nicht so. Gelegt gerade die aktuelle T3N. Und dann sieht man hier die Spielzeuge für Nerds. Ja, abgebildet, die wollen Nummern dran. Und unten ist Nummer 1, okay. Und dann musst du umblättern für jede Zahl. Dann ist noch diese blöde, dämliche Idee gekommen. Hätte man nicht auf die Werbung verzichten können oder die auf die andere Seite setzen können, wenn sie schon jede zweite Seite mit Werbung zutackern müssen. Ist doch dämlich. Naja, jetzt muss ich hier immer hin und her blättern und mal gucken, wie es aussieht und dann gucken, was das ist. Bescheuert. Heiß, wa? Ja. Mussten wir alles auf immer aufpacken, wenn nicht? Nee, krieg ich auch nicht. Nö. Eine extra vegetarische Zeug mit dem Waffel. So, Bratlinge und Würstchen. Bin ich spannend. Mal testen, wie die schmecken. Wenn die nicht schmecken, Papa, geht wieder zum Fleisch über.
Nee. Du musst nämlich die Wald leer machen. Hat der Martina angefangen, oder? Was? Du. Stößchen. Willst du da sitzen? Ist mir egal. Nee, ich weiß auch nicht. Endlich mal sehr an sich denken und nicht genau für andere da sein. Ja, diese Mami. Ein dicken Geburtstag. So, bevor ich es vergesse, Grillen beendet. Oh, ich bin so satt. Ich versuche jetzt nicht zu rübsen. So satt bin ich. Ja, nee, hat die schmeckt. Ich hatte so Gemüseburger, irgendwelche vegetarischen Bratwürste oder Grillwürste und Hamburger Bratlinge. Und am leckersten dann wirklich diese Hamburger Bratlinge. Die Gemüsebratlinge, die gehen so, war okay, hat geschmeckt. Mit Soße und Kräuter wurde so, war auch lecker. Und ja, die Würstchen immer noch lecker. Hätte ich auch nicht gedacht. Gut, wollte ich mal loswerden. Das war's für heute. Abonniert meinen Kanal, wäre cool. Und checkt mal unten in der Beschreibung die anderen Kanäle, die noch so bespiele. Wenn ihr mir da folgen wollt, gerne. In diesem Sinne, bis morgen wahrscheinlich. Tschüss.